Nicht so einladend für vielleicht viele, aber das ist eigentlich gewollt. Weil genau genommen geht es hier um dich und zwar um die, die wirklich immer einschalten und immer einen Daumen da lassen, immer einen Kommentar da lassen, Videos teilen, mich unterstützen in jeglicher Art und Weise, sogar meine Supplements kaufen von vitasomal.de und so weiter und so fort. Dafür möchte ich einfach nur Danke sagen. Wirklich von ganzem Herzen. Mega Danke, gerade jetzt zum Ende des Jahres. Und deshalb möchte ich dir was zurückgeben und zwar möchte ich wieder jemanden einen Angel Juicer schenken von meinen Zuschauern, von treuen Zuschauern. Im Wert von 1.300 Euro. Ja, das ist nicht das Einzige. Also ich habe mittlerweile also Team Rohvegan am Limit / Vitasomal, meine eigenen Supplements. Firma hat dieses Jahr 10.000 Euro gespendet an Afrika, an Tierheime, an Angel Juicer und so weiter. Und einfach als Dankeschön. Ja. Ich finde sowas immer sehr, sehr wichtig. Und ich schaue mal so ein bisschen die Kommentare durch, wer immer dabei war die letzten Male und so weiter. Und dann wird es einer zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich den Gewinner auf jeden Fall bekannt geben an den Videos. Und ja, aus den Kommentaren werde ich ihn auswählen oder aus den Abonnenten. Dankeschön. Mega. Jetzt viel Spaß beim Video dir, ja. Mission hard, ja. Vom Herzen immer. Ganz wichtig. Und wenn du vielleicht ein bisschen mehr hast, als du gerade in dem Moment brauchst, das Schönste, was es gibt, ist schenken, nicht bekommen. Vergiss das nie, ja. Denn Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt, weißt du. Okay, jetzt aber raus. Jetzt werde ich ganz sentimental. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier mitten aus der Natur. Heute ein etwas anderes Format. Und zwar, oftmals läuft man so durch den Wald und fragt sich so, was kann ich eigentlich essen? Oder wenn es wirklich drauf ankommt oder so, dann wirst du mit Grünzeug nicht glücklich. Das wissen wir, ja. Also wir sind ganz andere Dinge gewöhnt, etwas hochkalorischere Sachen schon. Und da wird uns definitiv schwerfallen, davon wirklich satt zu werden und vielleicht auch wirklich als Notnahrung dieses zu akzeptieren und alleine auch vom Kopf her, ja. Und wer weiß, was mit unserer Welt noch oder sonst was passiert oder sonst was, dass das wirklich für einen irgendwann mal, ja, wirklich relevant sein kann, ne? Das war das, was ich euch jetzt hier zeigen werde, ja. Und zwar zeige ich euch drei Lebensmittel, ja, womit man wunderbar sich wirklich satt essen kann und wirklich genug Kalorien haben und wirklich genug sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Minerale und so weiter, um da gut über die Runden zu kommen. Und die sind wirklich ganz verkannt. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen heute ein etwas anderes Format. Und zwar Punkt Nummer 1, das ist hier die Kiefer. Ja. Sie wächst überall, film mal so nach außen. Guck mal, das ist alles voll, ja, von Kiefern. Also das da hinten sind auch die großen, das ist alles Kiefern. Ja. Also Kiefern, die meisten, also die häufigsten Baumart so gesehen, Nadelhölzern, ja, bei uns. So, wenn wir uns Kiefer einmal hier betrachten, man findet auch immer kleine Kiefern, ja. So, und wenn wir jetzt einmal hier, komm mal ein bisschen näher. Wenn wir jetzt einmal hier mal betrachten, dann sehen wir hier die neuen Kiefer, naja, Sprösslinge, sag ich mal, ja. So, und davon kann man sich einfach welche wegnehmen, ja. So. Und in diesem kleinen ist alles drin, was für diesen Ast hier später die Information ist, ja? Wie viel Kraft, ja? Und wenn wir das jetzt mal hier genauestens so, seht ihr, das ist der, ja? So sieht er aus. Ja, so, und die kann man jetzt ganz normal, ja, essen. Und das schmeckt, also, überhaupt nicht hart. Es ist ganz weich, ganz zart quasi. Und man kann es sofort essen, ist so ein bisschen nussig, zitronig, frisch, so, also ganz wunderbar. Und davon sind, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, du kannst dich hier absolut satt davon essen, ja. Und das ist wirklich der Sprössling quasi da, wo die ganze Information, wo die Pflanze quasi alles gesammelt hat in kürzester, also in Konzentration, damit daraus später alles wachsen kann. Und das, ja, das sozusagen verleibst du dir dann ein, ja, in ganz konzentrierter Form, ja. Von daher Tipp Nummer 1 definitiv Kiefern, ja, des Weiteren auch noch sehr antiseptisch, antibakteriell, weil daran, ja,
Seht ihr niemals irgendwelche Parasiten oder Würmer oder irgendwelche Insekten, die da nicht hingehören oder sonst was, ja? Das passiert niemals, weil die sich natürlich auch immer schützen durch diese Harze, ja, die auch automatisch in kleinsten Konzentration auch mit aufnimmt. Und dadurch natürlich auch eine antibakterielle, antiseptische Wirkung noch für euch habt, ja, gerade in so kalten Jahreszeiten. Manche sind ja anfälliger dafür. Absolutes Superfood meiner Meinung nach, ja. Absolut unterschätzt. Man kann davon, wenn man draußen ist, 10, 15 Stück sich sammeln, ja. Und da hat man wirklich so konzentrierte Nährstoffe, die ihr im Supermarkt, also da müssen wir gar nicht drüber reden, ja. Pycnogenol, Pflanzenextrakt der Kiefer, zeigte eine erstaunliche Wirkung bei Menschen. Der Glukosewert sank von 151,1 auf 118,6, also um 32,5 Milligramm pro Deziliter, was eine Verringerung von 21,5% ausmacht. Eine ähnliche Wirkung zeigte sich auch bei den Werten von HbA1c, was ein Glykohämoglobin ist, und bei LDL-Cholesterin. Außerdem nahm die Nierenfunktion zu, da weniger Albumin gemessen wurde. Kommen wir zum nächsten. Seht ihr an dem weißen Stamm, an der weißen Borke, ja? Das sind immer, wer kennt's, Birken, ja? So, und das ist ganz einfach. Und auch die tragen jetzt ihre Kätzchen, nennt man das hier, ja? Und die kann man hier oben, seht ihr, am Anfang sind die so klein, ja? Seht ihr, ganz, ganz klein, dann sind die noch zu hart, dann kann man die nicht essen, ja? Aber sobald die hier so länger werden, seht ihr diese Kätzchen, dann kann man die abernten, ja? Und ich zeige euch mal, erstmal denkt man sich so, hä? Was ist das denn für ein braunes Ding, ja? Kommt mal näher. So, erstmal sehen die so relativ bräunlich aus, seht ihr? Das ist noch relativ junges, von unten auch schon noch grün. Aber wenn man die jetzt quasi bricht einmal, dann sind die von innen ganz, ja, wie soll man sagen, ganz jung, ja? Ganz zart, ja? Und diese kann man auch wunderbar essen, ja? Das ist auch quasi daraus die Birkensprösslinge, ja? Die ganze konzentrierte Vitamine, Minerale und so weiter hier. Ballaststoffe sehr, sehr sättigend halt eben, mit sehr viel, ja, Kalorien eben auch für euch, ja. Die Birke enthält Triterpene. Des Weiteren vermindert das Birkenextrakt die Expression von Entzündungsmediatoren, genauer Interleukinen 6, 10 und 12 P40, deutlich. Ebenfalls ist die Birke das Zuhause des Chaga-Pilzes, welcher den höchst gemessensten antioxidativen Messwert der Welt hat. Und das ohne Extrakt. Bald kommt eine Vitasomal-T-Reihe raus, in welche unter anderem auch der finnische Chaga als Sorte vorkommen wird. Kommt doch in die Facebook-Gruppe Vitasomal, unsere liposomale Revolution, und erhaltet erste Informationen. So, und die kann man auch ganz normal essen, ja? Ein bisschen härter, als wir es gerade gelernt haben, ja, bei den Kiefern zum Beispiel. Aber so ein bisschen mehlartig. Aber man merkt sofort, da stecken auf jeden Fall Kalorien drin und schmeckt auch etwas bitterer, ja, und daran merkt man auch, da stecken verdammt viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, ja, durch dieses leicht Bittere dadurch, ja. Gehen wir direkt weiter, und zwar hier ist der nächste Vertreter, und das ist die Erle, ja. Die Erle wächst auch immer zum Beispiel jetzt gerne, also die Birke wächst überall, ja, mag meistens so kalkhaltige Böden, man sieht sie auch vermehrt zum Beispiel in Steinbrüchen, das ist wirklich eine Birkenplage in Anführungsstrichen fast, weil, ne, Kalkstein wird abgebaut in Steinbrüchen. Aber Birke wächst auch überall, Kiefer eigentlich auch überall. So, die Erle vermehrt in wässrigen Gebieten, ja. Aber findet man auch so manchmal. Und das ist der nächste Vertreter, und zwar, die hat ebenfalls ihre Kätzchen hier, ja. So sehen die zu Anfang aus, ganz klein wieder, sehen wir hier, ja. Und dann später so längliche Kätzchen, ja. Und dann werden die, das ist das dritte Stadion, so aussehen, ja. So. Und die kann man dann nicht mehr halt essen, ja? Und diese Jungen sind auch zu hart, aber in diesem Stadion sind die wunderbar, ja? Und zwar mache ich wieder eins ab und wir kommen mal wieder näher. So, und auch die wieder sehen wir, das würde normalerweise sich niemand in den Mund stecken, ja? Aber wenn man es einmal weiß, bricht man die, schaut mal, wie wunderbar jung diese aussehen, ja? Und diese schmecken wirklich ganz fantastisch, ja? Und das erwartet man einfach nicht, dieses grüne, junge Fleisch so gesehen da drin, ja, was wirklich so nahrhaft ist, ist wirklich Wahnsinn, ja, ganz konzentriert, ja. Erle zeigt eine antientzündliche Wirkung und ist sicher für den Verzehr. Das Erlenextrakt wirkt so stark antientzündlich, dass es sich mit dem Arzneistoff Indometazin anlegen kann, wenn es um die antientzündliche Wirkung geht. Und ich probiere die jetzt mal. So, und die kann man auch ganz normal einfach so essen, ja. Und die sind so ein bisschen, ich will das immer mundlich halt zeigen, ne, aber auch so ein bisschen mehlig, ja. Nicht so bitter wie die von der Birke, aber trotzdem so ein bisschen mehlig und auch leicht, das klingt doof, aber ein bisschen saftig, ja, so kommt es einem vor, ja. Man merkt wirklich, das ist was wirklich sehr nahrhaftes, kalorienreiches, was wirklich sättiges, was wirklich befriedigend. Weil wenn du davon wirklich, ich sag mal,
fünf Stück oder sowas isst, ja, davon noch zwei, drei oder das, dann bist du satt. Glaub mir, du bist wirklich satt. Das ist Wahnsinn, ja. Du hast auch relativ früh deinen Körper zufrieden, weil er so eine Geschmacksexplosion dadurch kriegt, dass ein Geschmack haben, die hast du vorher noch nie geschmeckt, ja, diese Kombination hier. Wie viele Menschen haben das schon mal probiert, ja. Also das ist wirklich was ganz, ganz Neues für den Körper. Und ich glaube, diese Sprache kennt der Körper, ja. Das ist Natur, das ist das, wo wir herkommen. Und ich glaube, das merkt er auch sofort und du bist wirklich sehr, sehr zufrieden einfach ganz schnell, ja. Und das merke ich und jedes Mal, wenn ich halt in so Gebieten bin, weil einen von den drei Bäumen wirst du finden. Deshalb habe ich die gezeigt, ja. Entweder Nadelbaum, wo du unterwegs bist, Nadelwald, ja. Oder bist du in einem Wasser unterwegs, ja. Oder bist du im Normalwald unterwegs, ja. Dann kriegst du die Birke zum Beispiel, ja. Du wirst immer einen davon finden. Du wirst immer Nahrung haben, ja. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Ein bisschen andere Tipps diesmal. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen über ein Abo. Nicht vergessen die Glocke, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn euch viele kommen. Vielleicht nochmal einen zweiten Teil euch zu zeigen, was man wirklich auch noch essen kann und damit ihr wirklich nicht immer aufgeschmissen seid, weil hier sagt man immer, ja, man kann so viel essen, so viel Grünzeug, ja, dann isst halt mal Brennnessel und werd davon halt mal eine Woche satt. Also davon kannst du Monate hier überleben, ich schwöre es dir, du kannst davon einfach überleben hier, ja, du brauchst nichts anderes außer diese drei Dinge essen und du kannst hier mehrere Monate überleben von Brennnesseln oder sonst was hier, das ist nicht, das sind immer so, ja, dann isst du halt ein bisschen Grünzeug da, das haben Menschen früher auch so gemacht oder sonst was. Nein, ist für mich Quatsch einfach an der Stelle. Ja, das geht jetzt hier so nicht. Da muss man auf andere Dinge zurückgreifen und das ist die perfekte Wahl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.